Hier geht es dann rüber zur Küche. Man muss sich ja vorstellen, dass hier zum Beispiel entlang des gesamten Flures, wenn wir hier drehen, wenn zum Beispiel die Lilly dann rausmarschiert oder wir wieder reinmarschieren, hier liegen Schienen von vorn bis hinten. Und es ist immer ein großer Aufwand. Es befinden sich hier in einem solchen Raum oder auch zum Beispiel in diesem Raum sehr viele Menschen, Kameraleute, Kameraassistenten, Regieassistenten, Regisseur, die Schauspieler, 3, 4, 5. Dann haben wir schon mal 10 Leute, die in so einem Raum sind. Dazu kommen auch die Maskenbilder, die Kostümassistenten, alle möglichen Berufe finden sich da zusammen bei uns. Mache ich eigentlich gerade sowas wie Sendung mit der Maus, egal. Und plötzlich sind da 15 Leute in so einem Raum und dann kann es manchmal schon ein bisschen eng werden. Aber da wir uns alle so lieb haben, macht es überhaupt nichts. Und da geht es jetzt weiter. Hier rechts rein zu der Küche. Kommen Sie? Und wie Sie es gehört, haben wir hier eine Katze. Schwenkt nach unten. Genau. Unsere kleinen Kätzchen. Hier ist natürlich alles da. Man muss dazu sagen, dass diese Küche am Anfang gar nicht hier drin war, sondern dass, wie gesagt, unsere Abteilung der Ausstattung haben diese Küche hier reingebaut. Und alles mit Leben gefüllt, was Sie jetzt sehen. Der Ofen, der stand hier und auch diese Vertäfelung war noch hier, aber ansonsten ist der Rest alles von uns. Und Sie werden sich fragen, ist denn da was drin in diesen Schränken? Ich weiß es nicht, aber jetzt schauen wir mal rein. Und wie Sie sehen, ist hier die volle Ausstattung da. Es ist alles ausgestattet. Hier lebt die Familie Gruber. Und wenn ich abends nicht weiß, wohin, dann komme ich mal hierher und mache mal Kaffee. So, und da sind auch noch die schönen Sachen drin. Das ist das Schöne beim Film, dass dann überall alle Dinge am richtigen Ort sind. Als wir angefangen haben 2007, war das für uns alle ein sehr erhebender Moment. Es hat hier drin eine Szene stattgefunden, vielleicht erinnern Sie sich noch. Martin Gruber kam nach Hause von Amerika und hat seiner Mutter zum 60. Geburtstag einen Staubsauger geschenkt. Eine sehr rührende Szene, die ich deswegen noch in Erinnerung habe, weil ich wollte damals mit Monika Baumgartner diesen Staubsauger aus der Szene eliminieren, weil ich den doof fand, weil gerade die Schwägerin verstorben war und dann dachte ich, also ein Staubsauger jetzt in dieser Szene, das ist nicht wirklich was uns weiterbringt und wollte ihn rausschmeißen aus der Szene und die Monika Baumgartner hat gesagt, nix, dann lass mal drin, das ist toll, mit diesem Staubsauger erstellt sie unsere Trauer noch mehr und deswegen haben wir hier eine sehr, sehr traurige Szene als allererstes gespielt und seit wir hier drehen, fühlen wir uns alle hier sehr, sehr heimelig und sehr geborgen. Und das ist so die Küche der Grubers geworden. Und so ist es. Und das ist das Allerschönste beim Film, wenn man nichts mehr hinterfragt, sondern einfach sagt, so ist es und es ist gesetzt. Und natürlich kann man jetzt sagen, Mutter Gruber hat hier teilweise einen etwas seltsamen Geschmack. Aber ich versuche sie auszureden. Aber man muss dann der Mutter Gruber das auch lassen. Kommen Sie.